Frau Heidrup, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Finanzplanung 2011 bis 2015 ist schon ein beachtliches Dokument des Senats, weil doch die gesamte Planung über die Legislaturperiode uns dann sehr deutlich wird. Insofern schließe ich mich dem Dank an, dass wir diese Drucksache auch wirklich noch während der Haushaltsberatung bekommen haben, auch wenn wir ein bisschen gezankt haben im Ausschuss, dass wir da nach der Presse dran waren. Sei es drum. Zur Schuldenbremse. Diese Drucksache nimmt auf die Schuldenbremse Bezug. Die Position meiner Fraktion ist, dass wir die Schuldenbremse in der hamburgischen Verfassung verankern wollen. Und ich hoffe, dass die SPD-Fraktion das als Regierungstragende auch mitmacht. Denn da haben wir eine Verfassungsänderung vor uns, weil das eine politische Unterstützung ist, einer Regelung, die sowieso für Hamburg gilt. Aber ich halte diese politische Unterstützung, das auch in die hamburgische Verfassung zu schreiben, für geboten. Ich denke dabei, dass die Jahreszahl, wann wir das erreichen müssen, von mir aus nicht in der Verfassung stehen muss. Aber wenn man so gute Zeiten hat, wie wir sie jetzt haben, dann muss man, wohlgemerkt, ich sage das strukturelle Defizit, ab heute so entschieden abbauen, dass in diesen guten Zeiten eine Erreichung der Nullverschuldung Hamburgs vor 2020 angepeilt wird. Und das haben sehr wohl auch die Gutachter gesagt, dass es nämlich eine Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen setzt man sich welches Ziel? Und dass unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt haben, der Hamburger Senat sich das Ziel setzt, einen Haushaltsausgleich bis spätestens 2020 erreichen zu wollen, das ist eine Wette, die ich falsch finde, weil wir haben hier keine Wette zu machen, ob wir es schaffen, sondern wir haben größtmögliche Sicherheit vor dem Hintergrund des Verfassungsrangs hier einzuplanen. Und diese Sicherheit sieht die hamburgische Haushaltspolitik unter dem SPD-Senat nicht vor. Und dafür gibt es Beispiele in diesem Dokument. Die Finanzplanung dokumentiert, dass der SPD-Senat im Haushalt 11-12 400 Millionen Euro mehr ausgibt als die Schwarz-Grün-Planung. Das steht da schwarz auf weiß. Das ist ja auch nicht so schwer bei den vielen Steuermehreinnahmen, die wir haben. Aber es zeigt sich, dass das, was wir befürchtet haben, dass der Senat sich ein Polster für die zweite Hälfte der Legislaturperiode anlegt, ausdrückliche Planung dieses Senats ist. Es wird sehr deutlich, dass nicht einmalig Darlehen abgelöst werden, sondern dass die Aufblähung des Haushalts konsequent fortgesetzt wird, 13, 14, 15 und so weiter. Und damit ist es falsch, Herr Quast, was Sie gesagt haben. Damit werden nämlich Steuermehreinnahmen aus der Mai-Steuerschätzung angekündigt für zusätzliche Ausgaben. Herr Dr. Tschentscher hat sein Wort vom Mai und vom Juni gebrochen. Das ist schon ein beachtliches Dokument, wenn auf Seite 6 steht, Finanzplanung 2011 bis 2015, Veränderungsraten zum Vorjahr. Da steht dann bei den bereinigten Betriebsausgaben Steigerung um 4,6%. Weil die Investitionen um sage und schreibe 28% zurückgehen, führt das dann bei den bereinigten Gesamtausgaben zu einer Steigerung von 0,9%. Wenn der Bürgermeister meint, dass das Einhalten der 1%-Regel ist, dann verkaufen Sie die Hamburger für dumm. Und die Hamburger werden sich nicht für dumm verkaufen lassen von Ihnen. Da können Sie sicher sein. Und wenn man dann dieses beachtliche Dokument noch weiter verfolgt und sieht, was der Senat in den Jahren 2013 und 2014 beabsichtigt, dann sieht man, dass die Lastenübernahme durch den Bund, die geplant ist für die Grundsicherung im Alter, nun endgültig dafür genutzt werden soll, dass in 2013 und 2014 der Gesamthaushalt mit Investitionen definitiv um mehr als 1% wachsen soll. Das haben Sie uns hier auch angekündigt. Dann werden die Sach- und Fachausgaben
um sage und schreibe ja dann in den Jahren 11 und 12 um 8 und 9 oder 8 und 7% steigen und die Gesamtausgaben in ihrer eigenen Tabelle um 1,4 und 1,3%. Will sagen, diese angekündigte Klarheit und Wahrheit, dieser hohe Anspruch der Transparenz, der wird von Ihnen gebrochen, aber Sie glauben, dass das im Moment noch nicht so richtig wahrgenommen wird, weil Sie, das sehe ich auch so, noch viel Unterstützung haben. Aber dieses Vertrauen wird schwinden, wenn den Menschen klar wird, dass das, was ich hier vorgetragen habe, nichts anderes ist als Ihre eigene Beschreibung der Planung, die Sie vor sich haben. Ich finde das unverantwortlich, was Sie machen. Sie verlagern die Probleme, die wir beim Einhaltung der Schuldenbremse haben, auf die nächste Legislaturperiode. Und das ist alles andere als verantwortungsvoll. Und es beinhaltet, gemessen an Ihren heutigen Aussagen, eine massive Täuschung der hamburgischen Öffentlichkeit. Schönen Dank. Applaus